Die haben 5 kleine Kinder und noch 2 Flüchtlinge aufgenommen von der Ukraine. Ja. Und jetzt, ja, dramatische Situation, wir sind alle sprachlos. Und wir wurden zu einem mittleren Brand alarmiert, mit Menschenleben in Gefahr. Richtig viele normale Leute da, die uns dann geholfen haben, fand ich sehr, sehr stark.